ans Land. Ein Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego, erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer draußen. Ich bin es wieder, euer Generation Gamer G6. Und herzlich willkommen zurück zu den Let's Play Parts Call of Duty Ghosts. Und wir sind hier mit Riley unterwegs. Mit der Hundecam sozusagen. Und jetzt schalten wir hier unsere Gegner auch schon gleich aus. Boah, geht ja schon gut los. Ja, Let's Play. Let's Play Call of Duty Ghosts. Wir machen weiter mit dem Niemandsland der guten alten Heimat, zumindest das, was davon noch übrig ist. Und es sieht im Prinzip nichts mehr so aus, wie es mal ausgesehen hat. Alles verwüstet, das, was von der Heimat noch übrig ist. Wir schleichen uns jetzt hier langsam Stück für Stück voran. Stalker 6, hier ist Viking. Nähern uns Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung. Schreckt Riley noch die paar letzten Vögel. Kontaktivität in diesen Gebieten. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Ah, okay. Verstanden. Hier unten rechts übrigens der Swimmingpool. Das, was zumindest davon noch übrig ist. Okay, also vom Haus ist eigentlich auch nicht mehr so wirklich viel übrig. Sicher. Und den Flur, den kennen wir ja. Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Genau, das ist die Tür, durch die wir reingekommen sind. Ja, haben wir noch ein schönes Bild. Ein paar Äpfel. Ja, und das ist die Tür, aus der wir rausgestürmt sind. Und es ist nicht mehr wirklich viel übrig. Na los. Da haben wir übrigens auch die Kirche, die wir ja schon aus diversen Trailern gesehen haben und Gameplay-Videos. Und der ganze Controller vibriert und zittert. Ja, das... Scheiße. Oh. War mal alles eben... Oh, oh. Oh Gott. Ja, das hat man natürlich jetzt auch schon mittlerweile in sämtlichen Trailern gesehen. Aber beeindruckend, wenn man es dann live miterlebt. Klingt nach Ärger. Ja, das war mal alles ebenerdig und alles abgesackt. Ein riesiger Krater. So, jetzt sind wir hier bei Riley und müssen oder sollen uns jetzt quasi hier synchronisieren. So, die Hundecam läuft. Und jetzt schleichen wir uns hier an die Patrouillen an. Okay, also sie sollen sich trennen. Dann schleichen wir mal ganz leise hinterher. Und greifen jetzt an. Jawohl. Oh Leute, das macht viel mehr Spaß als mit irgendeiner Drohne. So, wo ist er? Den schnappe ich mir. In Ordnung, Logan. Lass Riley. Ah, okay. Wir wollen keine Nachzügler. So, da hinten haben wir noch welche. Okay, sogar noch drei insgesamt. Gut, dann schleichen wir uns mal hier hinten. Ich glaube, hier hinten etwas dunkler, da könnten wir einen Überraschungsmoment haben. So, schnappen wir zu. Erst die Patrouille und jetzt! Ja, komm. Du versuchst hier nicht wirklich zu flüchten. Du hast doch eh keine Chance. Und zack! Alles sicher. Gut gemacht, Riley. So. Braver Hund. So, jetzt können wir hier quasi weiterlaufen. Okay, also da drin sollen jetzt auch noch welche sein.
Ja, das wird für die jetzt kein Zuckerschlecken. Und jetzt kommt sie, zieh. Da ist auch noch einer. Nein, das ist unser. Da. Sicher. Mir nach. Ja. Riley schon eine schöne Hilfe. So, jetzt. Ah, jetzt gibt. Oh Gott. Da hinten verstecken sie sich. Komm her. Gib mir jemand Deckung. So, schnell mal nachladen. Na! Ah, dahinter haben die sich versteckt. Das ist auch gemeingefährlich. Ah, da hinten haben wir schon einen Helikopter. Da, komm her. Normale Knarre, das wird uns jetzt nicht viel bringen. Laufen wir mal hier runter. So, Riley hat sich da auch schon versteckt. Das ist der richtige Ort. Na komm, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja? Stalker 6, wir haben hier was. Ah, da oben. Aus, ah, komm her. Das bringt euch gar nichts. Wir stoßen auf Widerstand, aber wir schlagen uns durch. Na, komm her. Ja, wunderbar. So, von links scheint auch noch irgendjemand zu schießen. Okay, zumindest war da jemand. Ah, da sehe ich doch schon jemanden. Und da ist auch noch jemand. Ja, schon praktisch, wenn man so einen Hund neben sich hat, der quasi dann so nebenbei noch einige Aufgaben erfüllt. Und versteckte Patrouillen quasi mit in den Tod reißt. So, jetzt haben wir noch eine schöne Granate. Ah, komm her. Ja, ist natürlich schon noch etwas anderes, ob man jetzt, wie in den anderen Call of Duty-Teilen, jetzt irgendeine Drohne steuert oder so ein Hund. Mit dem Hund ist man einfach, da kann man... Ah, komm her! Oh Gott. Kann man einfach noch individuell einfach anders noch agieren. So eine Drohne, die steuert man einfach nur nach links, rechts. Bei dem Hund... Da hast du einfach so ein Individuum und es macht einfach Spaß, den Hund auch zu steuern. So, ja Leute, wo seid ihr? Da ist auch jemand. Ja, jetzt braucht ihr gar nicht einzulaufen, oh Gott. Jetzt legt mich hier gleich schon das Zeitliche. Ich glaube, Riley hat ihn schon. Ah, da unten ist auch noch jemand. So. So. Lauf, Riley. Oh, jetzt geht's hier schön bergab. Ja, ganz vorsichtig. Spuren sind frisch. Tapselt er herunter. Huh? Riley? Ah, da ist er. So. Oh, da vorne kommen Autos. Sollten wir hier mal in Deckung gehen? Den Konvoi, den sollten wir hier passieren lassen. Jo, das hat doch schon mal gut geklappt. Ja, Riley kommt auch hinterher, das ist gut. Warte. Nachzügler da rechts, 2 Uhr. Okay, dann nehmen wir uns den rechten. Zack! Und da haben wir den Konvoi. Wir folgen. Gut, dann lassen wir den mal passieren und dann schleichen wir hier mal durchs hohe Gras. Ja, ein kleiner Stützpunkt, würde ich mal sagen. Wir das mal an. Mit Riley synchronisieren. Und los geht's. So, dann synchronisieren wir mal wieder mit Riley. So, und... Hohe Feindaktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Schleichen wir mal durchs hohe Gras. Sieh dich um, ob du irgendwas finden kannst.
Finde ich auch übrigens richtig cool, wenn man mal auf die kleinen Details achtet, wie Riley jetzt hier seine Ohren quasi anlegt. Im Stealth-Mode sozusagen. Schleicht er hier voran. Dann richtet er zwischendurch mal wieder seine Ohren nach oben. Also es ist wirklich schon nett animiert, das muss man sagen. Ist mit Sicherheit jetzt nichts Innovatives, aber... So, ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Ne, dann werden wir hier vorne bei dem Panzer hoch müssen, okay. Aber es macht Spaß, ihn zu steuern. Und... Ob man es mir jetzt glaubt oder nicht, aber mir persönlich ist er jetzt schon sehr ans Herz gewachsen. Ich mag Riley. So, jetzt schalten wir in die nächste Wache aus. Perfekt. Guter Treffer. Okay, wir sind drin. Okay, also da können wir jetzt wahrscheinlich auch noch hinterschleichen, ohne dass er uns bemerkt. Wunderbar, das hat funktioniert. Wir wollen hier ja nicht mehr Aufsehen erregen als ja, nötig. Von daher schauen wir mal, dass wir möglichst wenige Gegner ausschalten und möglichst unbemerkt hier durchkommen. Boah, da kommt eine Wache. Okay, wir rücken vor. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig! Das haben wir auch gerade so geschafft. Ja, aber ich glaube, den müssen wir ausschalten, ja. Würden wir da jetzt vorbeilaufen, dann würde er uns, glaube ich, sehen. So, da kommen auch noch zwei Herrschaften, die lassen wir erst einmal passieren. Oh, Leute. So, weg da, weg da, weg da. Jetzt können wir hier auch langsam weiterschleichen. So, noch 18, 17, 16 Meter. Gleich haben wir es geschafft. Und ich sehe doch da schon jemanden stehen. Mal sehen, was hier los ist. Drücken Sie Y zum Zoomen. Ja, da haben wir es doch schon. Gut. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Hark. Was ist los? Man könnte meinen, du hast einen Geist gesehen. Von mir hörst du gar nichts. Das ist wirklich zu schade. Das sieht aus, als wäre das einer von den Ghosts. Hey, du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Oh nein. Wir beide haben wirklich viel nachzuholen. Bringt alles zur Feuerbasis, Charlie. Und ihn auch. Operation Heimkehr fährt wie geplant. Feuerbasis, Charlie. Operation Heimkehr. Oh Gott, also von was für einer Heimkehr spricht er denn da? Haut mal besser rein und kommt, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind okay, dann sollten wir mal zusehen, dass wir jetzt hier rauskommen. Die Markierung sehen wir direkt vor uns. So, Riley, jetzt liegt's an dir. Da vorne kommt auch schon der nächste. Ja, wenn der jetzt noch ein bisschen weitergeht, dann können wir hier hinterrücks. Genau, perfekt. Und schnell durch, 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 durch. So, und jetzt lauf, lauf! Perfekt! Da haben wir ihn, da ist er auch schon! Raus, manövriert! Und ein Einkaufswagen stand da auch noch, auch nett! Riley, nicht so schnell! Was ist mit dem Hund los? So, dann laufen wir mal hier durch! Wow! Nette Rutschpartie! Irgendwas stimmt nicht. Okay, Leute, jetzt scheint hier irgendwas zu sein. Riley hat was gewittert. Scheiße. Oh. Oh oh. Oh Gott, Wölfe. Los, weg! Nein, 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 nein. B, 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 b. Drück, 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 drück. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Riley in letzter Sekunde. Los, komm. Und. Putz. Wunderbar, das hat funktioniert. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, da kommen noch ein paar mehr. Oh, Glück gehabt.
Station hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gebracht. Wird er vermisst? Ja. Yeah. Ajax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja, Sir. Jo, dann würde ich mal sagen, schließen wir uns mal hier den Ghosts an. Wann sie es sagen und wie sie es sagen. Egal, wir werden darauf hören. So, schnappen wir uns die Waffe. Alles im Zeitplan. Das ist ja auch mal cool. Ja, hängen wir die Tür einfach mal aus. Das ist ja auch mal nice. So ein Luftkissenboot ist es, glaube ich. So, dann schnappen wir die uns mal und... Ah, komm. Warte. Jetzt. Bis zur letzten Sekunde zelebriert. Oh, oh, eine Granate. Ja, komm her, Leute. Wo seid ihr? Okay, also die Straße ist hier zu Ende. Wo immer wir auch hingehen, sollten wir aufpassen, dass wir jetzt hier nirgendwo runterfallen. So, schauen. Können wir uns hier irgendwo lang schleichen? Da oben sehe ich doch schon welche. So, dann schalten wir den da auch gleich mal aus. Erstmal in Deckung gehen. Na komm. Haha. So nicht, Leute. So nicht hier. Na komm her. So, jetzt seid ihr da oben auch noch dran. Wunderbar. So, dann können wir hier schon mal vorrücken. Oh, na komm her. Oh Gott, Leute. Für eine Sekunde dachte ich, das wäre einer von meinen Leuten. So, und wo sind meine Leute jetzt? Hallo? So, laufen wir mal hier hoch. Hier fallen doch schon Schüsse. Schauen, haben wir hier alle ausgeschaltet. Jo, perfekt. So, dann können wir hier weitermachen. Da sind die doch schon. So, wir ballern hier ein Magazin nach dem anderen durch. So, ich glaube, da haben wir auch alle. Oder oben, da oben sind noch welche. Ah, da ist auch noch einer. Komm her. Laufen wir mal hier voran und du hörst mir. Wunderbar. Na, jetzt. Perfekt. Keegan, geh vor. Bring uns in Richtung Stadion. Ajax hat nicht mehr lang. So, wo sind wir jetzt hier? Auch mal alles in Schutt und Asche gelegt. Ah, da haben wir den Helikopter. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Und dann machen wir uns weiter mit dem nächsten Part. Ich bin G6, ich bin raus für heute und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.